bleiben. Los, weiter. Das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Janet, ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Sieht nach einer Schussverletzung aus. Sie Ihre Beine bewegen. Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? So, hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Punkt. Ja, heute Let's Playen wir mal das Spiel 13. Ist eigentlich schon etwa ein etwas älteres Spiel von 2004 oder 2006, glaube ich. Aber ich muss sagen, durch diesen coolen Comic-Stil ist das Spiel einfach zeitlos von der Grafik her. Man sollte es auf jeden Fall mal gesehen haben und ich habe es damals auf dem GameCube gerne und viel gesuchtet. Also es wird nicht viel Neues davon sein. Ich muss immer gucken, wie die Steuerung geht. Springen, ja, okay. Ja, wie wir schon in der Vorschau gesehen haben, ich habe mich extra mal ein bisschen still zurückgehalten. Geht es anscheinend darum, dass der Präsident der USA ermordet wurde und ja, wir wachen hier am Strand auf und wir wissen einfach von gar nichts mehr. Anscheinend eine Amnesie oder ähnliches. Oh. Oh shit, wir müssen schnell hier raus. Aber wo geht's hier raus? Oh, okay. Lass ihn nicht, ein Fisch! Was? Was haben wir denn getan? Spring über Bord! Schnell! Warum wollt ihr uns denn erschießen? Ich hole dich auf der anderen Seite ab. Hier? Nein, okay. Mist, schnell weg hier. Oh shit, er hat eine Waffe! Ah! Es. Ja. Ich sterbe schon freiwillig, keine Sorge. Was? Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Ja, danke. Wir haben eine Schussverletzung und kippen hier fast um. Oder wir kippen um. Verdammt. Und wir müssen alleine gehen. Ohne Unterstützung oder ähnliches. Super. Das sind echte Erste Hilfe hier. Erste Hilfe, Helfer, Leute, Sanitäter. Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas?
Hier, bitte. Wer ist da? Ach du Scheiße. Ich liebe diesen Stil. Ist auch ein ganz tolles Feature von diesem Spiel, dass es wirklich so gehalten wurde, als wäre es ein Comicbuch. Okay, Schlüssel haben wir. Schnell. Zack. Messer. Das wird hauptsächlich meine Hauptwaffe sein. Ja, nein, so. Zack. So, haben wir die erste Gefahr abgewandt. Ja. Besonderes Feature von diesem Spiel ist natürlich die Comic-Grafik und dazu noch dieses Bam und Bam, als wenn man wirklich in einem echten Comic drinne. So, schmeißen wir die gleich mal weg. Okay, geht nicht. Also, dass man sozusagen auch die, wenn man schleicht, die Gegner hört oder beziehungsweise dann sieht man so auf dem Monitor einen Tap, Tap, Tap. Und man kann so gut, man kann viele Waffen als Waffe benutzen, wenn man mal keine Waffe zur Hand hat. Ein Stuhl, eine Flasche, eine. Na, komm her, Flasche, zack, oh. Warum hat eine Erste-Hilfe-Schwimmerin eine Pistole hier in der Basis? Und Janet, es tut uns leid. Aber nein. Zack, Glas kaputt machen, wir randalieren hier noch ein bisschen. Schlüssel, klack. Auf geht's. Ja, das waren dann. Ich hab den Faden verloren. Dass es halt wirklich in diesem Comic-Stil gehalten ist. Es gibt verschiedene Waffen, hier haben wir zum Beispiel einen Revolver. Jede Waffe hat eine Sekundärfähigkeit und eine Hauptfähigkeit, also normal schießen oder wenn man Rechtsklick macht, macht man Multishot oder schnell hintereinander schießen. Ja, das Spiel ist spieltechnisch nicht gerade auf dem neuesten Stand. Janet ist tot. Oh, alles unsere Schuld. Nein! Spieltechnisch ist natürlich nicht gerade das Neueste, das heißt auch die Gegner-KI ist nicht gerade besonders hervorstechend, sagen wir es mal so. Pistole hat leider momentan noch kein Sekundär. Oh mein Gott. No, ach, Klatsch. Ist einfach schön, dieses Comic-hafte. Nein, ich wollte hier nicht aufheben. Nein, zack. Messer können wir leider nicht wieder aufheben, glaube ich. Oder? Oh nein, den schaffe ich so nicht. Mit dem Messer. Das wäre natürlich ein meisterhafter Skillschuss. Und, ja, nochmal zur Story zurück. Wir sind am Strand aufgewacht, ohne Erinnerungen. Und wir haben im Video gesehen, dass der Präsident erschossen wird. Und naheliegend ist natürlich, Leute sind hinter uns her. Ah, stirb! Dass sie wahrscheinlich denken, dass wir schuld sind. Aber er sieht zu zivil aus für Militär oder Polizei. Was könnte das nur sein? Was? Wer ist Nummer 13? Meint er uns damit? Das kann nicht sein. So. Nehmen wir uns mal die Kalasch, die schöne. Oh. Ja, das ist zwar ein kleines Tutorial eigentlich nur. Hier wird noch ein Gegner, wird noch mit einem roten Dingens angezeigt. Und da, oh, wir haben Schlüssel bei ihm gefunden. Unglaublich. Und Munition. Ja, wo kommst du her? Also sagen wir es mal so, die Gegner-KI ist wirklich so gut, dass sie nicht mal auf 5 Meter Entfernung ein Scheunentor treffen würden. Und damit haben wir das erste Level schon geschafft. Yeah! Level abgeschlossen. Zwischensequenz. Rekollektion Brighton Beach, 11 Uhr. Und die Musik ist auch ganz chillig in dem Spiel. Flashbacks, New York. Was hat es bloß mit dieser Bank auf sich? Vielleicht sollten wir mal nachsehen. Okay. Pistole lassen wir lieber hier. Aber ist ja nicht gut, in der Bank mit der Pistole zu gehen. 11 Uhr morgens, Financial District. Winslow Bank. Da geht's. Ratatatatata. Der Ladebildschirm ist auch ganz lustig gemacht. Gelangen Sie in den Tresorraum. Schonen Sie das Bankpersonal. Also das heißt, wir dürfen niemanden töten. Das könnte natürlich, wenn das jetzt schon auftaucht, zu Problemen führen. Hey. Bitte begeben Sie sich an den Schalter, Sir. Aber natürlich, ein Polizist in einer Bank werden wir das natürlich gleich tun.
Mr. Roland? Es ist so lange her. Ach, wie sieht das Mr. Roland? Sie möchten an Ihr Schließfach. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Folgen Sie mir, bitte. Okay, wir haben schon mal wieder erfahren, dass wir anscheinend Mr. Roland aka 13 sind. Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Naja, eine Tür. Kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Mit Waffenscanner, ein Glück, dass wir die Pistole wirklich im Auto gelassen haben, sonst hätten wir jetzt wirklich Probleme gehabt. Hallo James, Mr. Roland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Roland. Guten Tag, James. Wie geht es dir heute? Es befindet sich immer noch am Ende des Saals. Typischer Banktresor, versteht sich. Große Tür öffnet sich automatisch. Yeah. Will keiner mitkommen? Ich will da nicht alleine rein. Rufen Sie mich, wenn Sie hinaus möchten. Okay, weh, er schließt die Tür. So, am Ende des Ganges, ja, ist unser Schließfach irgendwo. Hier nicht, hier nicht. Oh, ein Glück, dass wir die automatische Zielfindung haben. Geh auf, verdammt! Na gut, nehmen wir doch mal den Schlüssel, ist glaube ich besser. What the fuck? Ah, nein! Eine Bombe! Und die haben die Tür zugemacht, die Schweine! Die wussten, dass wir kommen! Oh Gott. Ah, Bombe. Harrington hatte recht. Sie haben angebissen. Wer bist du denn? Schau dir die Beweise an. 20 würde töten, um sie in die Hände zu bekommen. Könnte nützlich sein. Wir werden sie alle dran kriegen. Von Nummer 20 bis Nummer 1. Okay. Und der Einsatz auf diesem seltsamen Boot? Geheim was? Ist das wieder eine Idee von dieser Frau? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sie macht nur Ärger. Los, mach die Bombe scharf. Was, wir haben uns selbst in eine Falle gestellt? Das ergibt keinen Sinn. Es sei denn, wir sind wirklich Nummer 13. Wir müssen uns selbst eliminieren. Ah. Mach die Tür auf! Okay. Da kommen wir jedenfalls nicht raus. Oh, nein, ich habe hier keine Innenrichtung kaputt gemacht. Entkommen Sie aus der Bank, aus dem Tresorraum, wenn ich... Oh. Durch die Kanalisation, warum auch eine Bank auch immer Wasser zwischen den Wänden hat. Das ist eine sehr gute Bank. Eine sehr neumodische. Ich bin in meine eigene Falle getappt. Was? Unsere eigene Falle? Bist du dir sicher? Da geht's nicht weiter, oder etwa doch? Ein Glück können wir Gegenstände kaputt schlagen. Das ist jetzt ein richtiges Detektiv. Ich verstehe nichts von diesem Sicherheitssystem. Wie lässt man die Gitter herunter? Wow, da geht der erste Down, aber wir dürfen da die Pistole nicht benutzen. Was, ich habe noch gar nicht geschossen. Also wir schleichen auf jeden Fall erstmal, ja. Das ist natürlich... Obwohl, da sein Alarm ist an, uns hört man eh nicht. Zack. Ich merke das einfach irgendwie. So, nehmen wir vorhin aber noch einen Stuhl mit. Zack. Und der nächste gedauert. Wer schreit denn da? Oh, ich habe einen Stuhl. Nehmt euch in Acht vor mir. Verdammt. Ich laufe notfalls. Okay, wir haben keinen Schlüssel dafür. Nein, das Ding nehmen wir nicht. Oh. Tap, tap. Das meinte ich mit. Wenn man wartet, dann sieht man die Schritte der Gegner. Tap, 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 tap. Na los, komm um die Ecke. Tap. Ah, Klatsch. Wir sind absolut super Stealths. Wow. Ohne Verluste, versteht sich. Wir töten niemanden. Ab und zu. Wer ist das denn? Tap, tap, tap. Der will doch nicht etwa zu uns kommen. Oh. Und er verschwindet. Der Direktor der Bank. Was hat er damit zu tun? Nein, du kriegst uns nicht. Oh, verdammt. Au. Ah, stirb. So, nehmen wir falls ich aber den nochmal mit. Später muss man auch die Leichen verstecken, weil sonst werden Wachen alarmiert. Aber das brauchen wir hier in dem Level zum Glück noch nicht. Aha, ist das nicht das Zeichen der Steinmetze? Oder wie das ging? 20 Leute, Steinmetze, das könnte eine Verbindung sein. Ist auch sogar sehr interessant, muss ich sagen.
quasi Verschwörungstheorien. Tap, tap. Oh, okay, wir wurden entdeckt. Mist. Schnimm das. Und dies, du dreckiger Shift. Und ich merke gerade schon wieder, ich muss schon leider den ersten Part beenden. Jetzt schlagen wir noch den nieder und... Ah. Ja, ich hoffe mal, wir kommen hier unbeschadet aus der Bank raus. Und wir sehen uns dafür im nächsten Part. Bis dann.